Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, ich habe Grace mit dabei und wir haben hier an der Rennstrecke neue Rennen, die wir offenbar erst freischalten müssen bei Sir Tarek Mod. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Willst du immer noch dieses schreckliche alte Rennen reiten? Leider ist es wohl so. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Reiterinnen mich belästigt und darauf bestanden haben, dass ich dieses Rennen mit der alten Ausrüstung anbiete. Nur zu, die Strecke gehört dir. Ich kann es nicht ertragen, zuzusehen. Okay, wir gucken mal, aber wir kriegen 250 Erfahrungspunkte. Ach ja, ne? Also sind Hindernisse, die wir kennen. Ist aber okay. Und immerhin für 250 Erfahrungspunkte. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch eine Runde laufen müssen. Nee. Das Rennen hat dann nur eine Runde. Okay. Ist auch nicht schlecht. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir hat es das jedenfalls nicht. Dann will ich jetzt mal aufräumen und hoffentlich den guten Ruf des Silverglades wiederherstellen. Okay, also er ist überhaupt nicht begeistert. Du weißt schon, wer. Er ist es, mein Erzfeind. Wer ist denn sein Erzfeind? Ja, da läuft er herum, auf meiner Rennstrecke. Und er unterhält sich mit der Baroness, als wären sie alte Freunde. Ja, er wäre auch fast zum Ritter geschlagen worden, aber niemand ist vergleichbar mit dem einzig wahren Sir Tarek Mod. Meine Zeremonie verlief reibungslos, aber Marx wurde abgesagt. Irgendwas wegen einer PR-Sache mit dem Schloss. Du musst wissen, dass unsere Rivalität weit zurückreicht. Wir lernen uns vor vielen Monaten in den großen Stallungen von Jorvik City kennen. Wir waren fast Freunde, bis an einem schicksalshaften Abend alles schief ging. Jorvik City hat große Stallungen, okay. Unsere Nachfahren werden sich noch lange die Geschichte erzählen, wie der beinahe Sir Mark und der wahre Sir Tarek Mod beim Hufeisenwerfen auf Aldins Platz gegeneinander antraten. Ich landete einen spektakulären Wurf, der mit 75 Punkten einbrachte, aber dann wurde wir vom Platz vertrieben, weil mein Hufeisen den Arm der Statue von Aldin getroffen hatte. Man sagt, dass man die Delle auf ihrer Schulter bis heute erkennen kann. Oh. Wie dem auch sei, Mark hat hier nichts zu suchen. Wahrscheinlich versucht er, die ehrenwerte Baroness davon zu überzeugen, ihn hier auf meiner Rennstrecke irgendeine Vielseitigkeitsschnickschnack veranstalten zu lassen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Niemand stellt den großen Sir Tarek Mod in den Schatten. Okay. Das heißt, wir kriegen jetzt bestimmt noch ein zweites Rennen. Ich zeig's ihm. Der wird schon sehen. Ein wenig Klasse auf der Rennstrecke. Nun, es gibt deutlich angenehmere Dinge zu bereden als einen unbedeuteten, ungeadelten Rennstreckenschmarotzer. Ja, ich spreche natürlich von einem neuen Rennen auf dieser wunderbaren Strecke. Wenn wir unser Repertoire an Trainingskursen hier erweitern, hat Mark keine Chance, sich einzuschleichen. Ja, wir... da du hier bist, gehe ich davon aus, dass du helfen willst. Ich trainiere derzeit die renommiertesten Nachwuchsreiterinnen Jorviks. Wir sollten besser bereit sein, wenn eine von ihnen im Laufe des Tages hier auftaucht. Das einzige Problem ist, dass wir kein Rennen haben, für das sie trainieren könnte. Mhm. Bitte schlag jetzt nicht das Trost- und hoffnungslose Rennen vor, das du gerade ausprobiert hast. Wir brauchen etwas, das den anspruchsvollen Ansprüchen der majestätischen Silbergeld-Rennstrecke gerecht wird. Ich habe eine Idee im Kopf. Ein Rennen, das gleichermaßen Klasse und Nervenkitzel bietet und dabei die Reittradition der Silbergeld-Familie bewahrt. Aha. Ich spreche natürlich von einem Hindernisrennen. Ich sehe das Funkeln in deinen Augen, Lucy. Nein, du brauchst nicht zu fragen. Du bist Teil dieser grandiosen Unternehmung. Okay. Bist du bereit, den Lauf der Geschichte Silverglades zu verändern? Ja. Ein Haufen Hecken. Zuerst brauchen wir Hecken. Finde heraus, ob Björn und Agneta welche für uns haben. Das ist eine große Bitte, aber Agneta und ich sind schon lange befreundet. Bestimmt hat sie eine oder ein Dutzend Hecken für mich übrig. Okay. Dann machen wir uns mal auf den Weg zu den Gärtnern.
kriegen wir hier offenbar noch ein schönes Hindernisrennen mit ja, hoffentlich schönen Hecken. Dann können wir erstmal nur hoffen, dass Agneta wirklich genug für uns hat. Nicht. Wir können ja hier lang. Tarek hat uns bereits eine Nachricht geschickt. Er braucht Hecken. Ihr habt Glück. James Cloudmill hat uns gerade abgesagt. Er hatte den Plan, ein Labyrinth auf den Everwindfeldern zu errichten, um Touristen anzulocken. Aber er hat die Idee wohl verworfen. Okay. Oh, kein Labyrinth. Das ist eine Tragödie. Mein Verstand hält das nicht aus. Sich in einem Labyrinth zu verirren, würde er aber auch nicht verkraften. Wenn du uns diese Hecken abnimmst, wären wir dir sehr dankbar. Okay, dann machen wir das doch. Und jetzt tritt bitte einen Schritt zurück. Meine Kettensäge muss ein paar alte Bäume ummähen. Du bringst die Hecken am besten sofort zu Tarek, solange das Grün noch frisch ist. Okay. Du weißt, dass man einen Ritter nicht warten lässt, nicht wahr? Sir Mord braucht diese Hecken. Ja, ist okay. Wir sind auf dem Weg. Ich hoffe, das ist. So, da sind die Hecken. Die Hecken, die wir brauchen. Wie hast du sie so schnell bekommen? Einerlei, sie sind hier und das bedeutet, das Rennen kann aufgebaut werden. Nun, bevor wir die Dinge überstürzen, sollten wir die für ein Hindernisrennen notwendigen Sicherheitsmaßnahmen durchgehen. Was? Du hast doch nicht erwartet, dass es einfach so losgeht, oder? Das wäre in höchstem Maße unverantwortlich. Dem Ehrenkodex eines Ritters zufolge werden wir ausreichend Würde und Sorgfalt walten lassen. Erlaube mir, dir die Vorkehrung zu erläutern, die wir ergreifen, um zu die Sicherheit von Pferd und Reiterin beim Training des Hindernisrennens auf Jorvik zu gewährleisten. Siehst du die Zäune? Wir haben sie extra niedrig gebaut, damit die Pferde sich nicht daran verletzen. Und die sie umgebenden Hecken sind weich wie Wolken. Okay, ob Hecken wirklich weich wie Wolken sind, aber na gut. Schick sieht's auf jeden Fall aus. Und das Wasser ist schön flach, gerade genug, um einen ordentlichen Spritzeffekt zu erzeugen, aber nicht so tief, dass Gefahr für dich oder dein Pferd bestünde. An einigen Stellen haben wir das Wasser anstelle höher Hecken gearbeitet, um die Herausforderung zu bewahren, aber die Risiken zu minimieren. Nun, da das besprochen ist, kann uns nichts mehr aufhalten. Endlich gibt es ein würdevolles Rennen auf der Rennstrecke der Baroness. Bereit, es auszuprobieren? Sehr gerne. Los, los! Manches mache Silvergate stolz, Lucy. 150 Erfahrungspunkte gibt's hier. Sieht aber schon gewaltig aus, ja. Wir kommen auch nicht wirklich. Oh, da ist auch noch ein Wassergraben hinter gewesen. Okay. Also wirklich drüber kommen wir nicht, aber wir bleiben zumindest. Oh, das Wasser, ja. Nee. Shit. Okay, das müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Aber es sieht schön aus auf jeden Fall. Und es hat auch nur eine Runde. Das war wunderbar. Bravo. Ah, und jetzt haben wir hier noch eine weitere Aufgabe. Winziger Ponyclub. Schau, mein Gast ist eingetroffen. Gerade rechtzeitig, um sich das neue Rennen anzusehen. Hier ist sie, der aufsteigende Stern. Ich bitte um Applaus.
Hey Tarik, entschuldige. Sei gegrüßt, Herr Mord. Oh, großer und mächtiger Ritter Silverglades. Ist sie nicht urkomisch, Lucy? Darf ich vorstellen, das neueste Mitglied in Sir Mords herrschaftlichem Reitinstitut, Poppy. Lucy hat mir geholfen, das Rennen vorzubereiten, das du und Popcorn heute reiten werden. Schön, dich kennenzulernen, Lucy. Cooles Reitzeug. Und jetzt entschuldige mich bitte. Popcorn und ich müssen allen hier zeigen, wie es läuft. Och, süß. Das Einzige, was komisch aussieht, die Zügel. Die stehen so hoch, als wenn Reiter drauf sitzt. Aber sonst... niedliches Pony. Sobald wir die erste Runde gedreht haben, werden alle in meinem Reitclub wollen. Noch bin ich das einzige Mitglied, aber wartet's ab. Bald sind wir mehr als die Bobcats. Und dein Reitclub wird der Stern auf der Silvergate-Rennstrecke. Komm, Popcorn. Die älteren Reiterinnen machen sich auf den Weg zur Rennstrecke. Schließen wir uns ihnen an. Und dann zeigen wir ihnen, wer hier der Boss ist. Hindernisrennen, wir kommen. Dann los, Poppy. Nur zu. Schneidet hier jemand Zwiebeln? Warum müsste ich sonst weinen? Och Gott. Das nenne ich einen Erfolg. Oh, und falls du den nicht Sir Mark irgendwo siehst, erinnere ihn doch bitte daran, wer hier der wahre Ritter ist. Lebe wohl. Ach, müsste das Pony auch weg. Schade. Na gut. Dann können wir ja vielleicht nochmal schauen, ob wir die Rennen noch einmal machen können. Ja. Tägliches Rennen 2.0. Nochmal 250 Erfahrungspunkte. Und dann machen wir das Hindernisrennen nochmal. Und ja, dann war es das auch schon wieder. Immerhin. Also die Überarbeitung der Rennstrecke finde ich definitiv sehr gut gelungen. Mir gefällt es auf jeden Fall. Ja, dass wir jetzt hier auch verschiedene Rennen drauf haben, gefällt mir auch sehr gut. Ja, dass wir bei dem ersten Rennen, was wir hier sozusagen freischalten können, zwei Runden laufen müssen, da ist halt wirklich nichts. Ne? Hier haben wir wenigstens jetzt noch Hindernisse. Weiß nicht, ob es unbedingt zwei Runden sein müssen, aber nee, ist schon okay. Dafür, dass man da ja an sich keine großen Schwierigkeiten hat, durchzukommen. Jetzt haben wir hier nochmal 150 Erfahrungspunkte für das Hindernisrennen. Und insgesamt lohnt sich das doch dann hier oben schon ganz gut, auch die Rennen zu machen. Dann können wir mal gucken, dass wir jetzt hoffentlich besser über die Wassergräben am Ende kommen. Erstmal hinkomme. Ja, den haben wir trotzdem getroffen, aber ja, bisschen üben noch. Aber das geht doch. Na gut. Dann schauen wir mal. Ist Grace sogar auch demnächst austrainiert? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.